Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Wundersamen auf dem Blüteninsel gefunden und zur Belohnung kriegst du nochmal 100 Münzen. In liederner Form. So, und da oben geht's dann ab zu Bowser, Freunde. Willkommen zurück! Ich glaube, wir gehen sogar direkt dahin. Schaut ihn euch an. Oh, das Festival der Fäuste habt ihr also überstanden. Ich bin immer noch beeindruckt. Aber freut euch nicht zu früh. Das war schließlich nur der Auftakt. Die wundervollen Beats der Hauptevents werden auf der ganzen Welt ertönen. Nein, im ganzen Universum. Niemand kann sich ihnen widersetzen. Nickende Köpfe, tappende Füße, alle werden förmlich gefesselt sein. Und nun ist es an der Zeit für das epische Wunder, das ich vorbereitet habe. Applaus, denn jetzt kommt Bowsers Finale. Das gesamte Publikum begibt sich nun bitte zur Hauptbühne. Was geht denn jetzt ab, ey? Die Teleportertür. Na gut, wie du willst. Aber Toad hat Angst. Wer macht das? Wer macht das Finale? Toadette. Du machst es. Tu es. Let's go. Der letzte Kampf. Bowsers Finale. Endlich haben wir es geschafft und jetzt machen wir Bowsers übenden Plänen ein Ende. Besser hätte ich nicht sagen können. Die Goombas wollen richtig kämpfen, glaube ich. Wartet Bowser Jr. schon wieder? Aber warte, er ist schon in der Wunderblumenform. Ihr seid ja richtig weit gekommen, aber das ist egal, denn jetzt ist Schluss mit Spielchen. Ich habe meinen Platz in der ersten Reihe für Papas großes Finale. Und ihr ruiniert mir das nicht. Jetzt werdet ihr sehen, wie groß und böse ich wirklich bin. Hier kommt mein super mega extra cooles Wunder. What the? Wow, du machst alles größer wie Kamek. Oh nein, die Goombas, nein. Ja. Reich mit den Spielchen. Ja, Kamek, kümmere dich mal um dein Kind. Währenddessen müssen wir aufpassen, dass nicht das gleiche Schicksal passiert. Aber es ist nämlich total an das Schloss aus Maribos, in Super Mario World, das Schloss. Da gab es auch so knallende Dinger, die immer runtergekommen sind. Oder war es das Schloss? Auf jeden Fall irgendein Level in Mario World. Oh, Feuerblume. Nice. Rotkäppchen. Zumindest von den Farbgebungen her. Oh, oh. Wir werden jetzt Indiana Jones nachmachen, glaube ich. Ja. Wow. Chill, 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 chill. Okay, alles easy. Nicht so easy. Hey, du da, hast du was Wichtiges zu sagen? Hi. Hallo? Ja, was hallo? Oh, Mann. Yippie. Ist doch dumm, oder? Nee? Okay. Whee. Oh, Mann. Der Drache ist wieder dabei, aber er hat mir wehgetan. Aua, Kumpel. Was, war das irgendwas, was ich gesagt habe? Es tut mir leid. Aui, saui. Spiel hält nicht an mit meinem Power-Up. Nein, nein. Ich putze dir deine Augen. Kumpel. Aua, komm schon. Oh, hoch, hoch, schnell. Hi. Bruder, hey. Hey, Bruder, hey. Sag doch was. Warum sagt er nichts? Dann halt nicht. Ich versuch's. Gibt es überhaupt Sachen? Oh, hier gibt's gar nicht. Das ist nur ein Level. Okay, das ist nice. Die Bowser-Statue. Hä? Was soll ich machen? Ich kann da nicht drüber. Ich kann doch hier walljumpen. Was zum? Wow. Okay, da macht er jetzt seine eigene Statue kaputt. Das nehme ich an mich. Es wird gesungen. Oh, ist das cool. Einfach noch so ein... Ah, das ist ein cooles Finale. Einfach alles nochmal verbunden. Oh mein Gott! König Buu! Wie geil! Oh. Au! Oh. Okay. Jetzt mal ein bisschen was ruhigeres und spannenderes. Ja, oder? Wenn ihr es auch bis hierhin geschaut habt, dann lasst doch ein Like da. Und lasst mich nicht im Stich. Ich habe das Gefühl, wir werden wieder runterfallen und dann kämpfen. Die Musik, die sagt schon alles.
Oh, oh, die aus dem ersten Level wieder. Verstehe. Nehmen die mich auch noch mit? Oder die nehmen mich auch mit. Nett. Vorwärts, los! Mach hinne! Was ist das so gestretcht im Hintergrund? Schaut mal, die Türme. Hä? Eins, zwei, drei, vier! Drei, vier! Eins, zwei, drei, vier! Okay. Wow. Alle Augen auf mich. Denn jetzt gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Warte mal, Bowser? Wow! Wie aus Mario 64 dieser eine Boss. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Verzeiht die lange Wartezeit! Seid ihr bereit, unter meinen brennenden Beats dahin zu schmelzen? Alter, geht das in Rap-Battle oder was? Mein Finale wird das ganze Universum für immer und ewig zu meinem gefesselten Publikum machen. Bowsers Finale! Und los geht's! Alter, was zum Teufel? 3, 2, 1, go! Ah. Oh, drop den Beat. Mm. Yeah, Bowser, der... Oh, dann halt nicht. Warte, der Kampf geht schon los? Hoch da! Bam! Jetzt! Nice! Oh, das ist cool. Ich liebe den Boss. Oh, oh. Jetzt! Oh. Achso, ich muss die treffen. Bam! Viel guckt. Bam! Oh, das ist so cool. Yeah! Eins, zwei, drei, vier! Eins, zwei, drei, vier! Eins, zwei, drei, vier! Oh, verdammt daneben. Eins, zwei, drei, vier? Was geht denn jetzt? Er tanzt! Da muss auch irgendwie in den Rhythmus kommen, ne? Eins, zwei, drei, vier! Schade. Eins, zwei, drei, vier! Oh, nehm ich mit. Okay. Drei, vier! Ah! Nee, nicht ganz. Ah, verdammt. Drei, vier! Was macht der? Vier! Hi! Er ist ein bisschen angeschlagen. Der Boden hat sich verfärbt. Ah, andere Timings. Vier. 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 Drei. Vier. Ha! Oh, er ist richtig angefischt, Bro. Bam! Mit dieser blöden Hand, ey. Bams! Bams! Ah, schade. Die andere hätte ich auch noch gerne. Aber nehme ich einfach jetzt mit! Bam! Oh. Komm her, Bowser! Trau dich! Komm zu mir! Da-da-bam! 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 Schade. Aber dafür jetzt! 4, 2, 3, 4! Boah, Alter! Ey, wie der aussieht! Voll das coole Boss-Design, finde ich. Das ist richtig cool in Szene gesetzt. Yeah! 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 Ringfrei für Bowser! Oh! Halt, das will ich mitnehmen! Ah, oh, schade. Hätte ich nochmal die Seifenblase gehabt. Die wäre jetzt cool gewesen. Oder kommt sie nochmal? Nein! Ah. Boah, bin ich da rübergekommen! Dam, dam, dam! Ah, Mist. Ja. Vier! Oh, nächste Phase. Was hast du jetzt vor? Oh Mann, ernsthaft? Vier! Nee. Zwei, drei, vier! Zwei, drei, vier! Zwei, drei, vier! Das macht's einfacher. Vier! Oh. Zwei, drei, vier! Zwei, drei, vier! Haha! Vier! Oh. Zwei, drei. Ciao, ich muss vorbei. 2, 3,
Oh mein Gott. Oh, danke für den Pilz. Vielen Dank. Nein! 3, 4! Oh, Power-Up! Oh, Power-Up! Der Pilz ist weg! Oh, wenn ich jetzt sterbe, will ich nie alles neu machen. Bloß nicht. Es gab keinen Checkpoint, oder? 4! 4! 2, 3, 4! 2, 3, 4! 2, 3, 4! 2, 3, 4! Komplett gebrochen! Bis auf seine Haare. Obwohl, bleibt dir auch. Oh. Selbstzerstörungsknopf unter deiner Haube? Okay. Und das sieht aus wie bei Donkey Kong. 3, 3, 4! 2, 3, 4! 2, 3, 4! Ah, Mist. Nein! Ich hab's nicht verstanden. Ey, sag mir jetzt aber nicht, ich muss den ganzen. Warte jetzt wirklich? Nein, nein, oder? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Weiß ich nicht, Bro. Na gut, für euch skippe ich das. Okay, es ging jetzt diesmal schneller. Aber wir sind noch gar nicht durch, ne? Ich bin noch gar nicht an der Stelle. Egal, machen wir von hier weiter. Stört nicht, hören wir die Musik. Ist doch schön. Bam, Idiot. Bam. Oh, habe ich Glück gehabt. Dann, dann, bam. Dann, dann, bam. Dann, dann. Oh, schade, kann ich nicht benutzen. Okay, mal das bounced immer. Bam. Bam, bam, bam. Okay. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Okay, go. Okay, go. 3, 2, 1, let's go. 3, 2, 1, let's go. 3, 2, 1, let's go. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Genau. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Phase. Das wirkt wie ein Selbstzerstörungsknopf für den fliegenden Bowser-Korb. Bam. 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 Ach, schade. Bam. Bam. Nein. Bam. Hä? Ach, ich muss einfach nur hoch. Ich muss einfach nur hoch. Bam, bam, bam. Und. Es reicht, Bowser. Gib auf. Was zum. Ich bin nackt. Ihr Glatze. Seine ganze Wundermagie fliegt aus ihm raus wie ein Ballon. Das kann nicht sein! Du Miststück! Was zum. Meine Kraft. Tja, Bowser. Mal wieder den Tag gerettet. Und wir sind happy. Yeah! Und wir kriegen hoffentlich. Oh, was ein Riesenwundersamen. Für die Blüteninseln wohl. Und der saugt auf, was noch von Bowser übrig bleibt. Außer natürlich Bowser selbst, den brauchen wir nicht einsammeln. Der kann ruhig fürs nächste Spiel wieder dabei sein. Kriegt Nintendo wieder 60 Euro. Aber. Alles Böse muss zumindest weg. Let's go! Ach, schön. Undertale, die sieben Seelen. Nein, Spaß. Nice. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Aber was war denn jetzt eigentlich Bowser? Das Schloss selber oder nur dieses Gesicht, gegen das sie gekämpft haben? Ich glaube eher das Gesicht, ne? Ich glaube, das Schloss ist einfach nur so. So eine Shell von ihm. Und schaut mal, habt ihr das gesehen? Da war ein süßer Stern im Wasser. Hat auch eine schöne Sternform gehabt. So, Mario und Co. haben dieses Abenteuer bestanden. Die anderen warten schon auf sie.
Und jetzt gibt's eine große Fete, eine fette Fete, Mann. Und eine Spitzhacke. Oder was? Sie blühen wie Pikmin auf. Yeah. Wie schön. Haben doch gerne geholfen, Flo. Let's go. Kommen jetzt die Credits. Aber wunderbare Credits zu diesem wunderbaren Spiel. Leute, also ich muss wirklich jetzt mal mein Fazit geben. Das Spiel hat mich echt überrascht, wie gut es im Endeffekt geworden ist. Ich hoffe, man kriegt nichts dafür, wenn man alle Namen berührt, weil das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Werde ich jetzt schon sagen. Ich werde schon mal übersehen. Aber ey, was soll ich sagen? Gameplay top, Musik top, Sounds top, Grafik absolut top. Story ist in Ordnung, es ist halt Mario, was erwartet ihr? Falls ihr eine gute Story haben wollt von Mario-Spielern, dann wartet ab, denn in circa einer Woche oder so kommt Mario RPG raus. Das ist auch nochmal richtig geil. Da denke ich mal, ich habe es nie gespielt, wird dann komplett blind. Und, also, sorry, das Spiel war von Anfang an ein 10 von 10 Contender. Ich gebe eigentlich nie meine 1 von 10, 10 von 10 Punkten oder sowas ab, ne? Ich habe das schon irgendwann aufgehört, so eine Punktebewertung zu machen von 1 bis 5 Sternen oder 1 von 10 oder so. Aber bei diesem Spiel muss ich mal wirklich sagen, was ich so von dem Spiel halte. Hey! Hi, was geht? Woher kommt eigentlich der Schnee? Ist doch egal, ist doch schön. Kommt von oben geschneit. Was denkst du denn? Da? Oh, cool. Also, bevor ich meine Bewertung abgebe, muss ich erstmal ein paar Sachen loben. Ich finde die Kreativität sehr gut, Level-Design finde ich nice, finde auch die Ideen cool, Verschnaufspausen, die Musik gerade, finde ich ab und zu ganz cool, ab und zu auch eher nicht. Es gibt hier und da ein paar Level, die nicht so gut sind, aber das ist wirklich die Minderheit. Die meisten Level sind absolut obergeil. Das Wonder-Effekt. Diesen Wundereffekt finde ich sehr cool gemacht. Wie sie alle mal rumsingen und tanzen, finde ich auch cool. Ist auch noch was Neues. 1, 2, 3, spring! Die Verwandlungen, die man ja mehr oder weniger aus Mario Odyssey kennt, haben ja auch richtig gut reingepasst bei den Wundereffekten. Ich hoffe, dass die sowas irgendwann mal wiederbringen. Also die müssen jetzt nicht das nächste Mario-Spiel auch wieder mit Blumenkönigreiche und Wonderblumen machen oder so, aber einfach die Kreativität zurückbringen. Das war richtig gut, Mann. Genau das hier habe ich gewollt von einem neuen Super Mario Bros. Vielleicht wegen New Super Mario Bros. Aber jetzt mal ohne Witz, das wollte ich von einem New Super Mario Bros. Haben. Und das habe ich auch bekommen. Und das Spiel hat sogar jetzt momentan Rabatt. Also statt 60 Euro gibt es irgendwie 50 oder weniger oder so. Also holt euch das Spiel, wenn ihr es nicht habt, Junge. Meine Endbewertung, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wie die Star World sein wird. Die machen wir auch noch ab der nächsten Folge wahrscheinlich. Aber, ja. Oh Leute, oben rechts ist mein Rekord, okay. Ich würde tatsächlich sagen, 9 von 10. Es wäre eine 10 von 10, aber ganz ehrlich, es gibt hier und da ein paar Level, denke ich mir, so unnötig. Da hätte man so viel mehr rausholen können. Oder ganz schlimmes Beispiel, die Bösse sind so boring und immer das Gleiche. Also, da haben die echt nicht alles rausgeholt und das hätten sie machen müssen. Aber Junge, dass das Spiel 9 von 10 ist, das muss schon einiges heißen. Zumindest 8 von 10, mindestens 8. Da steht Kevin Afghani, der neue Mario Voice Actor und von anderen Charakteren auch. Ja, 8 bis 9 von 10 auf jeden Fall ist dieses Spiel safe. Ich will eigentlich sagen 9 von 10, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zu hoch, ich weiß es nicht. Aber ohne Witz, das hier ist einer der absolut besten Plattformer, 2D-Plattformer, die es gibt. Also ich kann das wirklich nicht oft genug empfehlen. Vor allem, falls ihr das allererste Mal Plattformer spielen solltet, ihr könnt das Spiel trotzdem spielen. Also, es ist sowohl für Veteranen gut, als auch für Noobies. Und genau so sollte Mario-Spiele auch immer sein, Mann. Genau so sollten sie sein. Ich finde es aber echt schade, dass hier dieses Metal Mario Ability nur ein einziges Mal rankam. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kommt sie nochmal in der Star World. Ich hoffe es, aber das ist echt schade. Hätte wirklich öfter kommen müssen. Shigeru Miyamoto. Ja, ja.
Also keine Ahnung, was meint ihr von dem Spiel? Denkt ihr, ich laber viel zu viel Positives, das Spiel hat so viele Macken? Oder seid ihr meiner Meinung? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch mindestens 9 Level oder so in der Star World. Und wir müssen noch alles Dandys sammeln. Geiles Spiel. Und Kamek muss dann wieder die ganze Arbeit machen. Na komm! Dreh dich doch mal an, Kamek! Wo bezahle ich dich eigentlich? Sie zahlen mich nicht, Sire. Und sie leben glücklich und zufrieden. Genau. Ende. Gelände. Komm bald wieder. Ja, mach ich. Ich hoffe, ihr doch auch. Aber die Folge ist zu kurz, deshalb muss ich noch ein bisschen lang strecken. Deshalb beende ich sie noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Dafür erhältst du eine Medaille. Jetzt hast du schon eine. Die Level, die du noch nicht gefunden hast, werden nun als Fragezeichen auf der Levelübersicht angezeigt. Der Laden hat neue Abzeichen im Angebot. Okay, lass mal sehen. Ah, jetzt sehe ich zu sein. Erinnert mich daran, wie alles angefangen hat. Wir sind zu so vielen Orten gereist und haben so viele Wundersamen gesammelt, aber es muss mehr Wundersamen und 10er Blumenmünzen geben, die wir bisher noch nicht gefunden haben. Es würde mich sehr freuen, wenn wir sie gemeinsam sammeln könnten. Ja, und goldene Flaggen, die muss ich auch noch eben ausgehen machen. Lass mal sehen. Was habe ich denn nicht? Hier habe ich alles, ne? Welt 1 müsste komplett durch sein. Ja, oder gehen wir mal zum Laden, ne? Ja, Laden. Da gibt es nämlich neue Sachen zu kaufen. Abzeichen, habe ich gehört. Ja, da hast du richtig gehört, Mann. Schau mal. Durchgängig Elefant. Jedes Power-Up, das du einsammelst, verwandelt sich in Elefantenform. Durchgängig Feuer. Feuerform. Durchgängig Seifenblase, Seifenblasenform. Und durchgängig Bohrer, Bohrerform. Naja. Naja, ist okay. Weiß ich jetzt auch nicht. Fühle ich jetzt nicht so doll, wenn ich mit euch ehrlich bin. Vielleicht bin es aber auch nur ich, keine Ahnung. Bohrer Luigi! Guck kurz, ist er an seinem Hintern irgendwas? Nee, okay, gut. Ja, da oben rechts sieht man ja, wie viel wir haben. 96 von 144. Ja, Mario denkt sich, du schaffst das. Du kannst alles sammeln, auch wenn es sehr, sehr teuer wird von den Blumenmünzen her. Denn ich finde das richtig dumm, wie das gemacht wurde. Ah, oh, hellblauer Yoshi sagt schade, der Arme. Yeah. Aha. Können wir was Cooles bekommen? Ich will mein ganzes Geld ausgeben. In der Hoffnung, dass wir irgendwas Cooles noch bekommen. Yeah, Luigi als Elefant. Komm. 100, wir müssen die 100 erreichen. Ja, Hüpfelui, Yoshi, nicht Yoshi, Yoshi. 100. Schwimmender Toadi. Ach ja, ich weiß nicht, ich überlege noch, ob es irgendwas zu sagen gibt. Ich habe eigentlich alles Positive schon rausgehauen. Gelber Feuertod sieht cool aus. Das haben wir auch noch nicht gesehen, oder? Gefällt mir. I like it. I like you, like you, like you. Yeah. Ohne Witz, das Spiel macht einfach glücklich. Fast jedes Level hat mich glücklich gemacht. Toadette nicht. Arme Toadette. Ja, was eigentlich euer Lieblingscharakter? Ich weiß nicht, ob das immer, aber... Wenn man mich mal fragen würde... Oh, wie das aussieht. Das ist cool. Ich weiß nicht. Ich würde sagen Pete, aber ich mag die Elefantenform nicht. Deshalb wahrscheinlich eher Toadette. Deshalb habe ich auch mit ihr das Finale gemacht. Roter Hüpfer-Yoshi. Seifenblasen mal. Ich kann ja aber sagen, in den Spezialwelt werden wir nochmal alle spielen. Oh, Ballon-Toilette. Jetzt kriege ich aber ein paar neue. Jetzt kriege ich nochmal ein paar neue. Aber nicht alle neuen. Es fehlen noch so viele. Komm, eine Seite will ich fertig machen. Bora Peach, yeah. Es wäre cool, wenn wir einen Charakter fertig haben würden, ja. Roter Stachelkugel-Yoshi, wieder aus. Der Blick so. Immer nach vorne schauen. Oh Mann. Luigi haben wir fast durch. Da fehlt noch eins. Wir kriegen immer die gleichen. Das ist so nervig, Mann. Starre Kugel Yoshi so. No Warehouse. Statt No B ist. Es ist einfach No Warehouse. Der Blick. Oh. Seifenblase Daisy. Küsst euch. Schickt euch einen Kuss rüber. Gumba Yoshi. Den wollte ich euch auch noch zeigen. Den zeige ich auch noch wahrscheinlich in der Spezialwelt irgendwo mal. Aber der, ey, der sieht so cool aus. Ich liebe ihn. Oh Mann. Ach. Ich habe einfach Spaß. Was soll ich sagen? Einfach Spaß. Yo, Ballon-Yoshi, wir haben alle Yoshis. Also, alle vom grünen Yoshi meine ich.
Ja, alle grünen Yoshis, genau. Roter Yoshi? Ja, guckst du nach links? Oh, da ist noch was frei. Yeah. Und das letzte Ding. Hellblauer Hüpfer Yoshi, immer was Neues. Okay. Hoffentlich. Nein. Hoffentlich können wir in der Spezialwelt noch währenddessen alle anderen sammeln. Ja, jetzt haben wir halt die vier. Was soll ich sagen? Die gefallen mir halt nicht wirklich. Ich finde die ein bisschen lame. Hätte man mehr machen können. Außerdem, warum gibt es hier zwei blaue Slots? Hätte wirklich erwartet, dass die Slots hier beiden und der hier, welchen wir im Grunde nicht haben, wahrscheinlich kriegen wir den im Laden von Spezialfeld oder so, dass die alle hier nicht lila sind. Also die hätte ich lila erwartet, die sechs. Die neun blauen, die neun halt so wie sie sind, ne? Ja, ein Abzeichen fehlt uns noch. Das werden wir auch noch finden. Ich bin mir relativ sicher, dass ich eigentlich sonst alles habe, außer die goldenen Flaggen. Die mache ich jetzt halt, die hole ich jetzt eben nach auf Screen, bevor wir den Spezialwert anfangen. Und ich gucke auch nochmal gründlich nach, ob ich alles habe. Warte mal, hier ist kein Häkchen. Okay, ich will damit nicht langweilen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Seid dabei. Bis dann. Oh, warte mal. Goldener Münzring? Von wo kommst du denn her? Ich wollte eigentlich hier die Folge beenden, aber hey, gibt's ein Bonuslevel. Goldener Münzregen. Ach, warte mal, ich glaube, das ist das Level, was kommt, wenn man Game Over geht. Das habe ich irgendwo mal in der Demo gesehen. Also, nicht, dass das Spiel eine Demo hat, aber... Es hatte eine E3-Demo, glaube ich, und da hat man es gesehen, das Level. Ich habe es komplett schon wieder vergessen. Yeah, bis zum nächsten Mal. Hat das Spiel Spaß gemacht, aber zum Glück ist es noch nicht vorbei. Oh yeah. Selbst wenn es vorbei wäre, Mario RPG gibt's ja auch noch. Ne? Ja, ja. Mit der goldenen Blume.